nicht, dass alles wieder brennt. Ja, du, ich hab das hier voll im Griff. Beim letzten Mal mit dem Hausbrand, mach dir keine Sorgen, das passiert nicht nochmal. Ja, du, ich wollte mit Elias jetzt draußen spielen und einen Schneemann bauen, weil es hier gerade schneit. Hast du den Elias auch warm angezogen? Ja, ich hab den angezogen. Der wird sich schon nicht erkälten. Gut. Ja, ja. Nee, das hab ich alles. Vergiss die Handschuhe nicht. Nee, mach dir keine Sorgen. Du, ich bin jetzt auch erstmal mit Elias dann beschäftigt, ne? Ja, bis dann. Tschüss. Hallo, Leute. Das Verhältnis hat sich ein bisschen gebessert mit dem Fadi von Elias. Und, Elias, wir haben dir jetzt keinen Schneeanzug angezogen, weil brauchen wir erstmal nicht. Du, Bruder, wir müssen einen kleinen Schneemann bauen. Tja, Elias, dein Fadi und ich haben uns darauf geeinigt, dass ich mich überhaupt nicht mehr aufrege. Du bist ja das netteste Kind der Welt, deswegen heute alles ganz entspannt. So, Bro, soll ich dir mal zeigen, wie man einen Schneemann baut? Pass auf, man nimmt sich hier so einen Schneeball und dann muss man den hier so im Schnee rollen. Willst du mal sehen, wie groß der wird? Guck mal, Elias. Der wird richtig groß, der Schnee. Guck mal. Boah, Junge, richtige Kugel ist das geworden. Oh, er ist fast groß genug und noch nicht ganz. Ah ja, guck mal hier, Elias. Siehst du das? Wir können da gleich sogar noch ein bisschen Spielzeug dran machen. Echt jetzt? Ist das cool oder ist das cool? Na, willst du auch mal? Na komm. Elias, roll den Schnee. Einfach den Schnee rollen. Na los. Elias, ich gehe doch nicht mit dir hier raus, damit du hier sitzen bleibst. Roll bitte den Schnee. Okay, kein Problem. Ich mach das. Ja, ich roll den Schnee. Gar kein Problem, Elias. Hier noch und guck mal da. Ich hab den Kopf jetzt fertig, Elias. Und jetzt kommt das Ding da oben drauf. Cool, oder? Und jetzt hängen wir da noch ein bisschen was dran. Pass mal auf, ich leg dich mal ganz kurz hier so auf den Schneeball rauf, okay? Was sollten wir da vielleicht drauf machen? So einen kleinen Piratenhut? Hey, das sieht doch top aus, oder? Guck mal. Ja, ne? Dann auch vielleicht ein Stück Kohle. Das könnte eher so für die Augen sein, oder was, Bro? Safe. Dann haben wir hier noch so ein bisschen die Kohle für so Knöpfe, als hätte der so einen Anzug oder so. Könnte man machen vielleicht, ja. Und dann machen wir dem noch einen Arm, oder? Elias, sollen wir das machen? Ja, guck mal da. Da haben wir einen Arm und wir nehmen noch so einen kleinen Ast hier irgendwie. Obwohl, den Arm nehmen wir weg. Wir nehmen noch einen anderen Ast. Perfekt. Das sieht eigentlich schon ziemlich cool aus, muss ich sagen, oder? Was meinst du? Wollen wir ein Foto machen? Pass auf, ich setz dich mal da oben irgendwie rauf. Moment mal. Elias! Elias! Okay, Bruder. Setz dich einfach davor. So, Kamera ausfahren und nochmal ein entspanntes Foto. Elias, kannst du bitte das sein... Elias, du kannst mich doch nicht mit Schnee hier abwerfen. Junge. Bro! Elias, bitte lass das jetzt. Elias, hör auf, den Schnee zu werfen, du Idiot. Ich meine, du süßes Baby. Aua! Elias, das ist irgendwann auch nicht mehr lustig. Ich meine das ernst. Bitte lass das sein. Elias, du kriegst jetzt einen Schneeball von mir. Du willst eine Schneeballschlacht? Okay, Bruder. Let's go. Bam! Bam! Gott! Elias, chill mal eine Runde. Oh! Ich sag dir eins, Elias, ne? Mach das bitte nicht nochmal. Es ist wichtig, das zu machen. Da ist ja nicht, da passiert nicht viel. Weil das war hundertprozentig der falsche Elias, Leute. Bis jetzt natürlich wieder unseren Schneemann ein bisschen zu Ende bauen. So. Ah, da ist er doch schon wieder. Guck mal. Ne? Also, ich behandle das Kind bisher ganz gut. Okay, Elias, mach ein kleines Foto. Bist du bereit? Sag Tschüss! Siehst du das Bild hier? Wo ist das Baby hin? Hä? Okay, na gut. Dann mache ich mich mal wieder auf den Weg in die Wohnung und das Bild ist ja eigentlich auch völlig egal. Ah ja, hier. Okay. Ja, das mit Elias läuft heute richtig gut. Ich habe ja versprochen, ich reg mich nicht mehr auf, ne? Nein. Nee, alles entspannt. Das ist doch super, dann kommen später noch ein paar Kinder vorbei, auf die du aufpassen kannst. Ganz viele Kinder? Ja, meine Kinder. Oh nee, wie viele werden es denn heute? Drei. Drei? Emily, Harry, Elias.
Ja, also irgendwann musst du aber auch mal Zuschlag für geben, weil ich passe ja eigentlich immer noch auf ein Kind auf, aber drei, das ist... Geht das? Ja, ich krieg das hin. Klar. Ja. Ja? Ja. Ja? Nö. Wie nein? Ja, ciao. Ach, verdammt. Okay, also Elias, heute drei Kinder. Na, mein Kleiner, alles ganz Sutsche. Ich hol dir mal ganz kurz deine Trinkflasche und dann gebe ich dir mal was zu trinken. Wo ist denn der Kleine hin? Elias, hast du dich schon wieder versteckt, mein Kleiner? Wo bist du? Hallo? Ist da in der Küche? Elias? Geh da nicht in den Ofen, mein Lieber. Mensch, oh Gott, es tut mir leid. Ja, ich wollte nicht, dass du in den Ofen gehst. Elias, hör zu, mein Lieber. Bitte entspann dich ein bisschen, okay? Hey, komm, ganz ruhig. Ich lese dir auch eine Geschichte vor. Komm schon. Okay. Ah ja, wenn es dir schon besser geht, dann können wir ja auch wieder nach unten gehen, okay? So, da sitzt du, mein Kleiner. Hier hast du deine Trinkflasche. Sehr schön. Dann bringe ich dich jetzt nochmal ganz kurz zum Wickeltisch, mein Lieber. So, einmal dahin. Einmal dahin, habe ich gesagt. Du sollst aufhören zu weinen. Gut. Ich hole die neue Windel. Elias, das ist nicht witzig. Hör bitte auf, dich zu teleportieren. Ich bin überhaupt nicht sauer darüber. So, bevor ich dich ins Bett bringe, bleibst du jetzt mal ganz kurz hier sitzen. Ich muss jetzt einmal kurz gucken, ob irgendwie deine Geschwister schon hier... Nee, die sind noch nicht da, okay. Hä? Hallo? Elias? Was machst du denn da? Hab ich dich! Ja, jetzt bringe ich dich erstmal ins Bettchen, ne? Elias, ich habe zu dir heute gesagt, keine Faxen. Und das war schon wieder eine ganz knappe Kiste. Was wolltest du denn da an dem Schrank? So, rein mit dir ins Betty. Und dann lese ich dir eine Geschichte vor. So, alles ganz cool. Geschichte heißt das Baby und das Pferd. So, es war mal ein Baby, das hatte ein Pferd und das Pferd ist direkt gestorben. Das Baby war ziemlich nervig dann gegenüber seinem Babysitter und das Pferd war trotzdem tot. Und das Baby hat dann den YouTube-Kanal von Denome abonniert und die Glocke aktiviert. Ja, und das war das Ende. Junge, guckt es an. Ich sage euch, ich bin Geschichtenerzähler des Jahres. Gold des Jahres. Da machen wir jetzt mal Feierabend. Für heute ist nämlich rum. Und dann kann ich mich richtig schön entspannen. Es geht auch mal ohne dem Baby groß Ärger zu geben, ne? Muss ich schon sagen. Jetzt aber ganz kurz. Oh, hell no. Ich meinte, das kann ja mal passieren. Das Baby, das weint, das ist ja ganz klar. Elias, ich komm. Elias ist schon wieder nicht in seinem Bett. Elias, also langsam. Elias, also langsam macht mich das schon ziemlich wütend, was du hier veranstaltest. Okay, so hör mal zu jetzt. Du ziehst jetzt deine Handschuhe aus. Die brauchst du nämlich jetzt erstmal nicht. Und dann geht's gleich ins Betty. Soll ich dir nochmal eine Flasche bringen? Okay, ich muss aber vorher... Oh, hier ist gar keine Flasche mehr. Hä? Dann bringe ich Elias halt einen Champignon mit oder was, ne? Ja, safe. Elias, ich habe einen kleinen Pilz für... Ey, hallo! Bruder, was zeigst du mir den Stinkefinger? Lass das mal ganz schnell sein, Kollege! Ich meinte, lass das bitte sein. Elias, bitte. Das macht man nicht. Da kannst du deine Handschuhe anziehen und dann damit schlafen. Wenn du den Stinkefinger zeigst, dann halt so. So, und jetzt ab ins Bett mit dir. Rein da. Das war's. Und wir machen zu jetzt hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, ich vermisse die PlayStation 5. Ich sag ehrlich. Und du endlich schlafen. Oh. Dann morgen. Gestern war eigentlich ganz entspannt, aber heute sind anscheinend irgendwie drei Kinder da. Was geht hier drin ab? Harry Potter, lass den Zauberstab da aus der Hand. Harry, bitte. Nein, Harry. Bruder, was? Der hat den Spiegel kaputt gemacht. Harry James Potter. Das reicht mir langsam mit dir. Du bist hier gerade mal einen Tag und machst hier so einen Mist. Du gehst jetzt in den Kühlschrank und da bleibst du auch. Nee, und hier ist nichts mit Magie jetzt. Also, Harry, was machst du denn da jetzt gerade im Kühlschrank? Hashtag Sass in die Kommentare, wenn ihr es auch so seht. So, ihr beiden, ihr habt euch auch richtig lieb, ne? Heute ziehen wir mal ganz andere Seiten auf, weil so langsam reicht's mir. Ich war gestern noch nett, aber ihr macht ja so viel Mist. Wie soll ich da denn cool bleiben? Das geht gar nicht. Hör auf zu weinen jetzt, Emily, Alter. Auf zu weinen jetzt. Das ist echt gerade ein schlechter Zeitpunkt. Was lachst du so dumm, hä? Gut.
Ich werde jetzt erstmal auf Toilette gehen und diese Glasscherben hier wegmachen. Oh nee, ich werde schon wieder so Stress kriegen mit dem Babysitter, Mann. Ah, ja, okay, warte mal ganz kurz. Ich hole mir mal irgendwie... Ja, ich... Keine Ahnung, Digga. Eine Ewigkeit später. So, dann habe ich das hier rübergeräumt. Ja, das mit den Spiegeln ist heute mal irgendwie... Junge, was tickt denn hier so? Alter, was geht denn bei euch beiden ab, Mann? Habt ihr da eine Spreng... Leute, Elias, was guckst du schon wieder so? Elias, mach bitte jetzt keinen Mist, okay? Elias, es tut mir leid für alles, was ich gemacht habe. Ich wollte ein guter Baby sein! Yo, Bro, was ging denn bei euch beiden ab? Emily, sag mal, habt ihr sie nicht mal an oder was? Ihr könnt ihr doch keine Bombe zünden. Mach einen Abgang. Raus hier aus der Bude. Junge, Junge, Junge. Ey, so langsam machen die mich aber auch sauer. Jetzt muss ich das hier alles wieder löschen. Wo ist der verdammte Feuerlöscher? Dann nehme ich halt Toilettenwasser. 12 Sekunden später. So, die Bude ist wieder sauber. Alter, das ist eure allerletzte Warnung. Passiert jetzt noch einmal was, dann könnte es sein, dass meine Synapsen durchbrennen. Das wollt ihr wirklich beide nicht erleben. Wenn meine Synapsen durchzünden, da bin ich noch viel schlimmer als ihr. Jetzt will ich, dass ihr in Ruhe esst. Ihr esst jetzt in Ruhe. Es gibt jetzt eine Flasche und ihr macht jetzt nichts. Ihr beide macht gar nichts. Setzt euch hin und esst was. So. Harry Potter ist auch anscheinend nicht mehr hier. Okay. Wir bleiben easy, Mann. Wir bleiben easy. So, mein Kleiner, nimm mal die Flasche. Ey, jetzt hast du ja gar nichts zu trinken bekommen, ne? Entschuldigung. Okay. Es geht jetzt ab ins Bett für euch beide. Für euch beide geht's ins Bett, habe ich gesagt. Da brauchst du mir auch gar nicht so zu weinen. Erstmal rein mit dir. Das ist sowieso völlig egal, wie die da liegt. Weil Emily, Leute, hat in den letzten Wochen auch einfach genug Mist gebaut. Ja, Bro, du musst doch mal warten. Ich kann dich auch nicht immer jedes Mal dann einfach vorziehen. Emily ist doch auch noch da. Was soll ich denn da machen? So, komm mit jetzt. Du machst mich wütend. Ich bin ehrlich. So, ihr beide geht ins Bett. Ich will heute nichts mehr hören. Nichts mehr sehen. Nichts mehr riechen. Und vor allem... Nichts mehr fühlen. Haben wir uns da verstanden? Ihr beide schlafen jetzt. Was ist das da schon wieder für ein Krach oben? Was ist das für ein Krach? Was geht hier oben denn schon wieder ab, Mann? Kämpfen die da drinne? Hört mir mal zu hier. Wait a minute. Emily? Emily? Elias, was hast du? So, mir reicht's. Mir reicht's jetzt, hab ich gesagt, mir reicht's! Ich hab die Schnauze voll hier! Ich mach jetzt Feierabend! Ich werde diese ganze Bude hier in die Luft sprengen! Ich hab die Schnauze voll! Ja, ja, oh Gott, ich muss hier raus! Ja, oh, Bruder, Alter, was ist denn hier passiert? Oh Gott, ich muss hier ganz schnell raus. Oh mein Gott, die ganze Bude ist am Brennen, Alter. Mach den, ruf den Fahrstuhl. Ich hab ja gesagt, Digga, er soll kein Mist bauen. Ja gut, ich würde dann sagen, Digga, das hat sich erledigt. Oh Gott, ich krieg einen Anruf. Ja, hallo? Irgendwas hat in der Wohnung geknallt. Ein Knall aus der Wohnung? Nee. Ein Nachbar hat mich in Panik angerufen und meinte, es hätte in der Wohnung geknallt. Okay, gut. Ja, du, ich habe heute früher Feierabend gemacht, ne? Die haben sich heute sehr gut benommen und sind früher schlafen gegangen. Ja? Ja. Ja, ich melde mich dann mal wieder, wenn ich Zeit habe. Ja, mach das ja, dann, okay. Okay. Hm? Super, dann bis bald. Tschüss, tschüss, tschüss. Oh, Digga. Ich bin geliefert. Moin, moin, hier Denno. Ja, ich wollte noch sagen, ich kündige. Ganz bestimmt nicht. Nee, das ist mir einfach zu viel Arbeit. Ich hab da auch schon andere Stellen, die ich jetzt annehmen kann. Soll ich deinen anderen Stellen sagen, was du mit meinen Kindern machst? Ja, wie jetzt? Oder deine Mutter? Was? Hast du richtig gehört? Sie müssen jetzt aber nicht mit jemandem reden oder so. Ja, dann bleibst du hier, okay? Ja, okay. Ich zieh den Job heute noch durch. Aber dann will ich eine extra Bezahlung haben und ich will auch mal frei haben. Du kriegst kein frei. Ja, okay, dann halt nur die extra Bezahlung. Auch keine extra Bezahlung. Ja, gut, dann eben nix. Ja. Ja. Hast du es verstanden? Ja, ich hab das verstanden. Super. Okay, also ich entnehme dem, wenn ich jetzt heute wirklich, wenn irgendwas schief geht, dann bin ich raus? Ja. Ja, okay.
Gut, alles klar. Ich streng mich an. Es wird nichts passieren. Ganz versprochen, dann gehe ich jetzt nicht nach Hause. Okay, tschüss. Tschau, Leute. Was soll ich sagen? Muss ich wohl wieder zurück in die Bude? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Baby in Yellow. Und Elias ist heute nicht da. Emily, was machst du denn hier auf dem Stuhl? Da sitzt du doch normalerweise gar nicht. Komm mal da runter. Was ist denn mit dir passiert? Emily, was ist das da hinten? Hast du da jetzt hingemacht? Ich setz dich jetzt hier hin. Wehe! Das kommt von dir. Hä? Skibidi? Hallo? Oh Gott. Oh. Elias, was machst du denn da in der Toilette? Bro, soll ich dich da... Ich krieg den da einfach nicht raus. Elias, warte kurz. Ich hol einen Löffel. Leute, was ist denn jetzt passiert? Okay, warte ganz kurz. Elias, ich komm. Ich hol dich da aus der Toilette raus. Oh, kurz hier vorbei. Und da. Komm schon. Ich greif jetzt da. Wow. Ich krieg's nicht hin. Elias, das machen wir jetzt. Bro, ich habe deinem Vater versprochen, dass hier heute nichts schief geht. Wie bist du denn da in der Toilette gelandet? Emily, kannst du mir mal sagen, wie dein Bruder da in der Toilette gelandet ist? Komm mal mit. Was ist da denn passiert? Guck dir das mal an hier. Oh nee, ey. Also ehrlich jetzt. Da muss aber ganz dringend los. Okay, Moment. Elias, ich hol einmal kurz irgendwie was zum dich da rausholen, okay? Wir machen jetzt die Tür zu. Ich meine, also irgendwie... Ich find nix, Leute. Ich find einfach nix. Waschmaschine nix. Hier auch gar... Oh, Mann. Ich gebe ihm erstmal ein Plüschteddy oder so mit. Ach, ich kann mit dem Plüschteddy eh nix machen. Es ist so ruhig da unten. Hallo? Was ist hier los? Alter! Charlie, bist du jetzt das Skibidi Toilet geworden? Oh Gott, Leute, ich habe ein ganz großes Problem. Was geht denn da mit deinem... Was ist denn da mit deinem... Oh Gott! Setz dich mal... Was mache ich denn jetzt mit dir? Oh Gott, Leute, ich habe ein ganz großes Problem. Er ist jetzt einfach das Skibidi Toilet geworden. Ich werde so riesen Ärger kriegen. Emily, wie ist das passiert? Emily, du hast das doch gesehen, oder nicht? Wo ist die... Die Toilette ist jetzt ja an ihm dran. Oh, Leute, ich bin sowas von geliefert. Okay, ich bringe dich jetzt nach oben. Und ich muss das jetzt irgendwie mit deinem Bruder da wieder hinkriegen. Ich muss vielleicht ins Labor gehen oder so. Du bleibst jetzt hier. Ich werde jetzt mit deinem Bruder mal spazieren gehen. Und bitte bleib hier liegen, okay? Ich muss es nochmal sagen, Leute. Kack bitte nichts voll, okay? Emily, ich weiß, du machst Haufen wie eine Große, aber das geht eben nicht. Jetzt muss ich mal mit Elias, mit Skibidi Elias, mal ganz kurzen Schrittchen laufen, Kollege. Ja, das mit deinem Kopf hier in der Toilette ist auch irgendwie ziemlich crazy. Der Fahrstuhl, ja, ich muss ihn jetzt wieder rufen. Wir gehen jetzt mal ins Labor. Weil das, was hier gerade passiert ist, das ist bedenklich. Ich muss das irgendwie wieder hinkriegen, bevor dein Vater wieder da ist. 12 Sekunden später. Okay, wir sind hier im geheimen Labor. Moin, Newt. Du musst mir mal ganz schnell einen Gefallen tun. Ich habe hier ein ganz großes Problem mit einer Skibidi Toilet. Mach bitte sofort die Türen auf. Oh, ey, Leute, was mache ich denn da jetzt? Erstmal die Türen öffnen. Oh Gott, oh Gott. Guckst du noch einmal so komisch, gibt's Stress. Rein damit hier ins Becken. Oh. Passiert da was? Das findest du auch noch lustig? Diggi, also, nee. So, Moment mal. Ich muss jetzt irgendwie erstmal einen Trank oder so hinkriegen, damit wir den wieder zurückentwickeln lassen. Boah, Newt, komm mal her. Hier, mach mal die Blume klar. Ich werde dir jetzt verschiedene Tränke geben. Ich weiß noch nicht welchen, okay? Aber. Vielleicht können wir... Nee, wir können davon nichts nehmen. Gut, wir nehmen jetzt erstmal die blaue Essenz und packen die hier rein. Und dann schalten wir die Schalter ein und machen jetzt erstmal einen Trank. Das könnte ja schon dafür sorgen, dass das Baby hier auf jeden Fall vielleicht wieder zurückentwickelt wird. Ich hau das Gebräu mal rein. Geht los jetzt hier. Sehr gut. Einmal die Flasche, einmal den Kessel, einmal hier. Okay, das hat irgendwie nicht so viel. Da ist doch dein Körper! Baby, da ist doch dein Körper! Ich bin so verwirrt. Okay, wir bleiben cool. Ich habe noch ungefähr 2 Stunden, bis dein Vater wieder da ist. Und bis dahin müssen wir dich irgendwie wieder zurückverwandeln. Gut, also, ich muss jetzt irgendwie das Baby füttern. Ich muss an... Warte mal, wir haben hier doch einen Schlüssel und so gekriegt. Ja, perfekt. Den machen wir jetzt erstmal hier rein. Gut, was kann ich tun? Ich könnte die Flasche nehmen, aus dem Kessel abfüllen und dir eine grüne geben. Das ist eine Furzflasche. Let's go!
Leute, das passt ja so gut zur Skibidi Toilette. Junge, flieg! Okay, Moment. Ich glaube, wir füllen jetzt die Flasche ab, machen den Magneten hier dran. Oh Mann, ich muss den Griff jetzt irgendwie noch da reinkriegen. Moment, das habe ich gleich. Ich bin sehr perplexed. Okay, wir drehen am Ventil. Nein! Ja, er wird auf jeden Fall, glaube ich, da jetzt nicht eingesogen, oder? Kann er da eingesogen werden? Hä? Was ist da denn gerade passiert? Okay, komme ich jetzt an den Schlüssel ran? Immer noch nicht. Ja, Leute. Das ist ja jetzt wieder babamäßig gelaufen. Oh, Leute, ich muss einen anderen Ansatz ausprobieren. Ich glaube, ich gehe wieder zurück in die Bude. Hier werden wir definitiv nichts. Moment, ich könnte es noch mit einem anderen Trank probieren. Wir gucken einmal. Okay, das ist nur so ein blöder Furztrank. Es sind nur Furztränke, oder was? Junge, was soll ich denn mit diesen Furztränken? Ja, Elias, dann lass uns mal. So, mein Lieber, ich bringe dich jetzt in die Wohnung zurück und... Oh, Emily, was hast du denn da auf dem Boden gemacht? Oh, Mann! Ja, ich weiß auch, ich bin überfordert. So, ich hole jetzt die Kelle und dann machen wir das hier wieder alles. Wo ist der Haufen hin? Hast du da gerade was runtergeschluckt? Hey, Kollege, guck mich an! Wo ist der Haufen hin? Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein jetzt hier. Oh, Alter, was geht denn da mit seinem Kopf ab, Bro? Weg mit dir! Meine Güte! So, Emily. Dafür, dass du hier auf den Teppich hingekackt hast, machst du auch einen Abgang. Diese Videos werden ja immer verrückter. Oh Gott, was ist denn mit dir passiert? Hilfe, Leute, sein Kopf. Oh, ich mach das hier. Was soll ich denn jetzt tun? Okay, du gehst jetzt erstmal hier rein. Und, ey, Bruder, ich muss mir jetzt für ganz dringend was einfallen lassen. Ich habe nur noch eine Stunde Zeit. Junge, wer bist du denn? Wer bist du, Alter? Das ist Marvin. Wer seid ihr denn? Okay, ich habe jetzt echt eine ganze Menge Babys. Wie werde ich die jetzt am besten los? Emily, du gehst oben schlafen. Aber in mein Bett gehst du jetzt schlafen. Ich schmeiß dich mal da rauf. So, was machen wir mit den anderen beiden? Du, weißt du was? Dich kenne ich eh nicht, Digga. Du kannst mal rausgehen hier. Und was mache ich mit dir, Marvin? Du kannst jetzt mal im Stuhl sitzen bleiben, okay? Guck von mir aus da die ganze Zeit. Was schaust du denn da die Vase an? Ist da was? Was siehst du da, Kollege? Ist auch egal. Ich muss jetzt erstmal das mit der Toilette hier irgendwie in den Griff kriegen. Also, Leute. Ich muss mal kurz nachdenken. Wie ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Moment. Wenn ich hier vielleicht ein bisschen rumschleuder, vielleicht nochmal ein bisschen so. Ja, ich hab dich. Und nochmal so. Und hier nochmal so ein bisschen mich dreh und darüber hinwerf. Oh. Ich glaube, es hat geklappt. Elia! Okay, ja, ja, okay. Ja, das wird mir auch Angst machen, Marvin. Entspann dich mal. So, jetzt müsst ihr dich irgendwie zurückverwandeln. Oh, warte mal, ich habe ja hier noch ein paar Tränke. Moment mal. Ganz kurz. Okay, was haben wir hier drin? Kriegen wir das jetzt irgendwie wieder rückgängig gemacht? Wir haben den schwer... Hier, trink mal was. Okay, der hält die Klappe. Wir haben hier den... Den Trank werde ich Ihnen jetzt erstmal geben. Oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Leute, guckt euch mal die Toilette hier an. Bro, hör mal auf zu tanzen. Dein Bruder ist ja auch schon völlig... Digga, was geht denn hier? Elias, hör jetzt bitte auf, dich zu drehen, Mann. Oh, Leute, ey, das ist mir alles so viel hier. Bruder, was ist mit seinem Kopf los? Ich bin hier nur von Verrückten umgeben. Okay, Brudi, letzte Chance. Vielleicht könnte man dir diesen Trank hier geben. Bro! Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Alles gut bei dir? Warte kurz, ich hab eine richtig gute Idee, Leute. Vielleicht der radioaktive Trank. Der ist es doch. Der ist es doch, oder? Warte mal, und wenn ich ihm noch einen gebe? Ich gebe ihm einfach noch den hier. Hä? Was ist das denn? Oh Gott, Leute, die Skibidi-Toilette ist zu klein geworden. Okay, das Ding bringt auf jeden Fall auch nichts. Ich gebe dir mal den Furztrank noch oben drauf. Okay, Leute, ich muss jetzt mal den goldenen nehmen. Der könnte es vielleicht sein. Vielleicht ist er das. Bringst du den jetzt? Wo ist er hin? Elias? Wo bist du? Hört ihr das? Auf Toilette weint jemand. Elias, ja! Er ist zurückverwandelt. Nice! Bro! Was war denn da gerade mit der Toilette los? Ich sag dir eins, ne? Nie wieder gehst du in diese Toilette rein.
gar nicht mehr. Also zumindest heute nicht, wenn du keinen Mist baust. Bro, ich weiß nicht, was mit deinen ganzen Geschwistern los ist, aber die... Guck dir das mal an hier, der dreht seinen Kopf da um 180 Grad. Mann! Ich krieg einen Anruf. Hallo, Denno. Ja, hallo. Der Nachbar hat sich gerade beschwert gehabt und meinte, irgendwie eine Toilette ist kaputt gegangen. Nee, hier läuft alles ganz gut. Also, hier ist alles in bester Ordnung. Nein, ich wäre in 5 Minuten da. Nee, keine Vorfälle. 5 Minuten? Ja, ungefähr. 5? Ist das ein Problem? Alles gut. Ja. Nein, kein Problem. Okay, bis dann. Tschüss. Leute, nur 5 Minuten Zeit, dann kommt der Fadi zurück. Okay, okay. Wie kriege ich das hier mit diesem Kopf jetzt irgendwie wieder richtig gedreht? Moment mal. Ich muss erstmal das Baby im Flur entsorgen. So, du... ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das Baby kommt jetzt in den Fahrstuhl rein. Ich kenne das ja nicht mal. Also, wir packen das da jetzt rein. So, du machst einen Abgang. Zack, rufen wir den Fahrstuhl. Und das Ding ist erledigt. Jetzt müssen wir nur noch 3 Babys irgendwie gut managen. Okay, warte mal. Ich muss jetzt ganz schnell die Flasche aus dem Kühlschrank nehmen, das Baby erstmal füttern, damit er sozusagen Puber gemacht hat. Dann muss ich die ganz schnell schlafen legen. Ich habe nicht mehr viel. Trink die Flasche jetzt. Bro, trink die Flasche jetzt, verdammt nochmal. Letzte Warnung! Nope. Okay, ich kümmere mich jetzt erstmal um das Baby oben. Hier ist alles sauber. Ich tue so, als würde das Baby vielleicht malen. Setz dich hier hin und nimm die Stifte in die Hand. Mal hier irgendwas, okay? Ich komme gleich wieder. Okay, Leute, Baby Nummer 2 haben wir uns gekümmert. Was machen wir jetzt mit Marvin? So, du bleibst hier. Ich mache jetzt nochmal die Flasche warm, okay? Irgendwie. Ich packe die jetzt in den Ofen rein. So, machen wir zu. Alles in bester Butter. So, ich hab die Flasche Tür. Was machst du? Was? Bro, ist das ein Breakdance? Elias, yo! Bruder, was waren das denn für kranke Moves? Ab ins Bett mit dir jetzt. Es gibt keine Milchflasche mehr. Dein Fanny ist in ein paar Minuten da. Und ihr müsst jetzt alle irgendwie ganz schnell schlafen gehen. Du gehst jetzt hier rein. Ich muss den anderen Bruder entsorgen, Leute. Ganz schnell. Ich mach's den Dachboden auf. Ich muss hier noch alles aufräumen. Marvin, du kommst jetzt mit deinem Kopf und so. Das musst du jetzt irgendwie mal ganz schnell in den Griff kriegen. Hoch mit dir da. Und dann würde ich sagen, machen wir zu hier, ne? Obwohl, warte mal ganz kurz. Ich habe eine bessere Idee. Wir nehmen das Baby. Wir packen dich in die Waschmaschine rein, damit dein Kopf mal wieder gerade gerückt wird. Kann es was bringen? Oh, das sieht gut aus. Seht ihr das? Oh Gott, raus hier! Okay, ich habe fast alles erledigt. Nur noch die Flasche hier noch ein bisschen. Die Flasche, die packe ich ganz schnell in die Toilette rein. So, die Flasche ist entsorgt. Tür machen wir zu. Wie sieht's in der Küche aus? Ja, okay, perfekt. So, alles klar. Ich krieg einen Anruf. Es ist grün, fahrt doch. Hallo? Hey, Denno, ich würde mich verspäten, weil die alle wieder nicht fahren können. Ihr verspätet euch. Ja, ja, kein Problem. Ich habe das ja alles im Griff. Super. Ja, dann lege ich mich jetzt schlafen. Danke fürs Bescheid sagen. Tschüss, tschüss. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das war's dann für heute wohl. Oh nein. Wo bin ich denn hier? Bin ich etwa in einem Haus mit einem Baby? Ich bin anscheinend Babysitter. Oh. Wir gucken mal, was hier so ist. Hallöchen, Baby. Na? Wollen wir dir mal das Outfit schwarze Katze aufsetzen? Oh! Der ist aber süß geworden. Na, ich hol mal ganz schnell, die Flasche aus dem Kühlschrank. Denn das Baby hat ja Hunger. Bitteschön, nimm die Flasche. Hehe. Wir bringen das Baby zum Wickeltisch. Denn es hat sich in die Hose gemacht. Hier passiert heute anscheinend nichts. Es ist ein ganz normaler Tag. Ich hole die Windel und... Oh! Was? Das Baby ist weg! Was soll ich bloß tun? Gucken wir uns mal im Wohnzimmer um. Wie bist du da bloß hingekommen? Wie kann das sein? Komm, ich zieh dir mal die Windel an. Mach sowas bitte nie wieder, kleiner Mann, okay? Bringen das Baby ins Bett. Ab ins Kinderzimmer, wo ich dich in dein Bettchen leg, natürlich. Das passt schon so. Wir holen mal das Geschichtsbuch. Es war einmal... ein doofes Baby, das ging Leuten krass auf den Sack. Diese Geschichte, die hier gemacht wurde, ist aber ein bisschen auf Zack. Baby in Yellow, ich spiele es das erste Mal. Das war's mit dem Baby. Es ist eine Qual. Okay,
Ich schließe die Tür und gehe nach unten. Ich warte auf die Eltern, sodass das Baby zu den Eltern zurückkommt und ich nach Hause gehen darf. Entspannt. So. Oh nein, das Baby weint. Warum bloß? Ist irgendwas passiert? Ich geh mal gucken. Ich weiß ja nicht, aber die Tür war doch eben noch zu. Wo? Oh nein. Wo ist das Baby hin? Hallo? Oh nein, was soll ich bloß tun? Ich muss das Baby schnell finden. Hilfe! Hilfe! Das Baby ist ja schon wieder da. Wie zur Hölle bist du hier runtergekommen, du kleiner Scheißer, du? Ich nehme das Baby, beruhige es, sodass ich es in den Arm nehmen kann, um es wieder zum Bett zu bringen. Und ich sage dir, bitte geh da nicht nochmal raus. Ist das klar? Ansonsten muss ich dich festbinden. Das Baby weint. Was soll ich bloß tun? Ich nehme die Plüschkatze und packe es in sein Bett. Es ist glücklich. Also gehe ich raus und setze mich auf die... Also das Baby öffnet die Tür schon wieder. Ich hab... Bro, wie schnell ist der denn gerade bitte eingeschlafen? Ich mach mal die Tür zu. Okay, es ist alles entspannt. Ich kann mich hinsetzen und den Abend etwas genießen. Die guten Zeiten in meinem Job. Oh, ich bin schon wieder da. Und es ist die zweite Nacht. Wir nehmen also die Flasche aus dem Kühlschrank. Hallo? Hey, Baby, warum hast du denn abgeschlossen? Das, ich weiß nicht, was hier passiert, Leute, aber das ist doch mystischer Bums. Ich suche also die Schränke nach und frage mich, wo die Flasche ist. Die Flasche ist ja am Schweben. Wie ist das möglich? Ich glaube, hier spukt's in dem Haus. Ich nehme mir also die Flasche, öffne die Tür und gebe sie dem Baby. Hier. Hehe. Ich wickel dann mal. Und heute kein Mist, okay? Heute kein Mist. Ich hole die Windel. Die Windel hat Augen. Die Windel hat Augen bekommen. Ich nehme die... Bro, das glaubt mir doch kein Mensch. Also, welche Windel... Er hat jetzt hier Augen gekriegt. Raus da! Oh, oh. Hey, warte kurz! Hallo, Windel! Oh. Verdammt nochmal! Also, wie weit ist es denn gekommen, dass jetzt hier der Windel hinterherlaufen muss? Wo ist das Ding hin? Ich krieg dich! Du verdammtes Windelfiech! Und... So. Ich nehme mir also diese Windel mit Augen und ich ziehe sie dem Baby an, sodass das Baby sich wieder erneut in die Hose scheißen kann. Hey. Ich denke, wir sollten ein wenig dem Baby Waren das gerade Dämonenaugen? Wow! Das hat mich ja so erschrocken. Bro! Ich bin fast von meinem Stuhl gefallen. Oha! Oh Gott, ich bin sehr panisch gerade. Alles okay, Baby? Ich denke, wir sollten mal den Dämon aus dir austreiben. Wie wäre es, wenn wir dich in die Waschmaschine stecken? Das gefällt mir. Lassen das Baby mal ein bisschen waschen. Leute, das ist einfach so cool. Das macht immer noch Spaß. So, das Baby ist frisch gewaschen und sieht okay aus. Die Augen, naja, also... Ab ins Bett mit dir! Da bleibst du jetzt auch. Und hör auf zu heulen. Ganz ehrlich, Mann. Dummer Dämon. Okay, ich setze mich hin und lese eine Geschichte vor. Das Baby ging mir weiter auf den Senkel. Es war von irgendeiner Oma der Enkel. Wirfst du mir noch einmal das Buch aus der Hand? Mach ich mit dir kurz einen Prozess, du kleiner Scheißer, ist das klar? Gut. Also, wir nehmen den Hasen. Halt's Maul jetzt. So, wir setzen uns hin. Ich lese also jetzt weiter. Essen...
Es nervte immer mehr, sodass ich sauer wurde. Deswegen schubse ich's in den Verkehr. Ja, und es schläft. Leute, wir gehen mal wieder auf das Sofa, auf ganz entspannt. Heute erwartet mich wahrscheinlich nichts. Es ist ja alles ganz... chillig. Ich öffne die Tür. Oh nein! Wie ist der Hase hier bloß hingekommen? Warte mal ganz kurz. Wie ist denn der Hase hier hingekommen? Die Tür geht nicht mehr auf. Leute... Was ist das jetzt für ein mieser Bums? Hör auf zu klingeln! Es reicht! Was zum... Warum ist das Ding da eingerissen? Hör, Alter! Wer hat hier geklingelt? Oh, ein Sandwich mehr... Ist der Hase gerade weg oder habe ich mir das eingebildet? Hasen bewegen sich. Ein Sandwichmaker wird mir geliefert. Es ist alles entspannt. Ich schließe die Tür, an der irgendwie jetzt hier auch so... Weißt du? So Kreide, also... Okay. Einfach Fernsehen gucken. Nix machen, einfach chillen. Alles klar, lass uns auf dem Sofa direkt Fernsehen gucken. Aber nee, geht nicht. Denn das Baby heult wieder. Ich bin hier schon zum dritten Tag in Folge. Und so langsam... werde ich ziemlich aggressiv. Ich weiß doch nicht, woran das liegt. Halt endlich die Klappe. Wir schließen die Tür und gehen. Vielleicht machen wir uns ein kleines Käsetoast mit dem Sandwichmaker. Ich öffne also diesen Sandwichmaker und platziere das Brot. Ich nehme ein wenig Schinken, ein wenig Tomaten und Käse. Was nicht fehlen darf, ist Käse. Was hier nicht fehlen darf, ist Käse. Und ich habe das Gefühl, von irgendwas haben wir zu wenig, nämlich Käse. Und warte mal ganz kurz, Leute. Das sieht jetzt ja so ein bisschen danach aus, als hätten wir keinen Käse. Lass ein Like da, Käse. Käse da lassen. Abonnier Käse. Käse Denno. Denno ist Käse. Abonnenten sind Käse. Meine Mutti heißt Käse. Mein Stiefvater ist Käse. Mein Bruder kennt Käse. Mein Cousin besteht aus Käse. Ich brauche Käse. Wenig Käse. Noch mehr Käse. Okay, es reicht. So. Geiles Toast. Perfekt. Was ist denn das jetzt hier? Oh Gott. Ich meinte... Oh nein! Oh, wow! Wo bin ich? Was ist passiert? Ich öffne den Kühlschrank und hol das... Das die Trinkflasche so? Oh mein Gott! Wo bin ich? Ich bin anscheinend in einer anderen Dimension. Aber, so wie es aussieht... Kann ich wohl das Baby füttern? Du hast aber ein ganz komisches Gesicht. Bist du jetzt mal ruhig, bitte? Ich werf das Baby da hinten rauf. Wir wickeln es jetzt mit der Windel. Oh, oh Mann! Boah, wurde ich erschrocken! Alter Schwede, wuh! Ah, was passiert hier? Das habe ich noch nie gesehen. Ich bin hier zum allerersten Mal. Oh mein Gott! Was soll ich bloß tun? Oh, ich muss ganz schnell nach oben an das Notfallglas. Ich weiß auch überhaupt nicht direkt, wo es ist. Also nehme ich mir den Schnuller raus. Aber was mache ich damit bloß? Ich gehe jetzt nicht nach unten, weil ich weiß, wie es läuft. Und... Amito! Alimti! Tisamori! Well! Hier ist Feierabend. Nun habe ich eigentlich gerade den Teufel ausgetrieben aus diesem Ding. Ich soll das Baby ins Bett bringen? Wir gucken mal. Mit solchen Babys. Machen wir das. Schnitt. Na komm, mein Bester. Ich bring dich nach oben und lese dir eine Geschichte vor. Ich muss dann auch mal weg. Hä?
Habt ihr das gerade gesehen? Ich will hier nicht rein. Ich nehme das Baby jetzt. Die Tür ist zu. Verdammtes Baby! Verdammtes Baby! Es ist dämonisch. Dieses Baby ist dämonisch. Oh nee. Ich lese noch eine Geschichte vor. Hier, nimm deine ganzen Plüschtiere von mir aus. Kannst alle drin haben. Da sitze ich nun. Und bin geliefert. Ein YouTuber, der das Game zum ersten Mal spielt. Und nicht mit Bettina. Meine Reime ergeben keinen Sinn. Das Baby schlägt mir gleich, glaube ich, ans Kinn. Wenn ich so weitermache, hat die Geschichte gar keinen Sinn. Oh nein. Was ist jetzt hier los? Ich scheine auf das Baby zuzugehen. Es tut irgendwas mit mir. Oh mein Gott. Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das bloß? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, wir sind in der zweiten Nacht. Alles ist geschmeidig bisher. Beim letzten Mal habe ich gesehen, dass irgendwie war der Fahrstuhl kaputt. So ganz komisch. Ich weiß halt nicht, ob wir irgendwie was durchspielen müssen dafür. Aber ich hatte ja auch schon mal gesagt, dass wir die Räume hier und so weiter bald mit Map-Coding skripten. Also wir wollen diese Räume begehbar machen, dass man dann dahinter gehen kann und dann sind halt quasi so eigene Räume. Hab ich auch schon sehr, sehr Bock drauf. Hier, Leute, ist ein ganz komisches Ding drin. Es gibt ein Arztgeschenk. Ja, also irgendwas ist hier drin. Guckt euch das mal an. Das tickt auch so. Aha! Es tickt also sehr laut. Okay. Naja, gut. Sag mal. Hallo da. Dumbo, guckst du dir schon wieder Fernsehen oder was? Ohne meine Erlaubnis? Du sollst schlafen. Das klären wir kurz. Wo ist das Brot? Wo ist das Brot, Dumbo? Komm her. Das hast du davon. Das ist so geil, Mann. Ja, Dumbo, jetzt liegt das Brot aber da unten. Weißt du, ich meine, das ist irgendwie nicht so cool, ne? Aber kein Problem, ich schmeiß ihn einfach mal in den Ofen hier rein und wir machen mal so einen kleinen... Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir so einen kleinen Braten mal machen, Leute? Wir nehmen mal so einen... Also erstmal machen wir eine Salamischeibe an die Backe, ne? Ist das gut? Jo, perfekt. Also ich schmeiß einfach mal richtig viel Käse... Okay, der Käse klebt, aber... Oh, habt ihr gerade die Augen gesehen? Alter, was war denn das gerade? Das hast du davon. Du kannst dir mal eine Brille anschaffen. Oh, verdammt, ne? Wir müssen ihn, glaube ich, noch ein Stückchen weiter reinmachen. So, das Ganze passt jetzt erstmal. Wie sieht es denn hier aktuell aus? Oh. Glaube ich, fand er nicht so witzig, ne? Ja, ist doch alles gut. Hier, nimm ein Ei oder so. Okay, hä? Digga, ich wollte da gerade die Flasche rausnehmen. Wo ist denn jetzt die Flasche hin, Leute? Hä? Ey! Hallo? Was? Leute, hä? Digga, was ging jetzt ab? Leute, ich check gar nichts mehr. Wo ist die Flasche, Dumbo? Alter Mann, du sollst mir die Flasche geben, Brudi. Hey! Hä? Was geht denn da? Leute, bin ich blöd oder... Samar! Ja, nervt hier! Du verdammtes... Leute, wo ist diese verdammte Trinkflasche? Da unten vielleicht? Da. Auf entspannt. Oh nö, jetzt heult der Alte da hinten wieder, Mann. Ey, hier, nimm deine Pissflasche. Und weißt du was? Von mir aus kriegst du auch noch einen Teller da hinten hin. Ah ja, also der Teller ist jetzt irgendwie... Ja, ist ja gut. Hier, Dumbo. Ist doch in Ordnung. Ich bringe dich mal zum Wickeltisch, ne? Hier liegen Salami, also... Hier liegt Essen auf dem Boden. Hier liegt Essen auf dem Boden. Was ist mit dem Brot hier? Ist das verdammte Brot jetzt auf? Du sollst das Brot essen. Seh zu. Ist das Brot? Ey, Leute, das ist so geil, Mann. Das ist einfach geil, Digga. Ich finde das einfach gut. Ich bin ehrlich. So. Wir machen die Klobrille einmal hoch. Ich muss sie auch noch mal waschen. Ah, wir müssen erst die Windel da jetzt dran bringen. Was ist das denn? Digga, habt ihr das gesehen? Das glaubt mir doch kein Mensch. Junge, was hat die Windel gerade ein Eigenleben entwickelt? Hallo? Hey, Windel? Hallo? Also, Digga, ich sag so, ne? Wenn die Windel da reingeht,
Digga, dann geht er lieber nicht hinterher. Aber wir müssen es tun, weil ich sonst arbeitslos bin. Hey, Digga, die Windel hat eine Kochmütze auf. Hallo, Windel. Digga, verarsch mich doch nicht so. Was soll das, Mann? Windel. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Ah ja. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, aber der Raum hier sah auch mal anders aus. Uff. Junge, diese Windel ist doch... Was soll man dazu sagen? Wir haben 0:00, okay? Und diese Tür hier ist leider nicht zu öffnen. Wir haben keinen Notfall, also müssen wir den Schnuller hier jetzt tatsächlich noch nicht nehmen. Wir sehen jetzt aber hier ziemlich viel Papier. Da ist auch noch so eine Katze, die wir eingesammelt haben. Und hier steht es tatsächlich... 3. Juni, wir brauchen einen Babysitter und so weiter. Oha, Leute. Also ich muss schon sagen, das Update ist wirklich richtig krass geworden. Props gehen raus an die Entwickler, die sich hier so viel Mühe gemacht haben. In diesem Spiel steckt einfach so viel Liebe drin und ich gebe dem Spiel so viel Liebe. Und in dieser Windel, Leute, steckt irgendwas anderes drin. Da bin ich mir ganz sicher. Nun ja, wir gehen mal runter und geben dem Baby mal die Windel. Ey! Ich habe die Windel hier gerade durch das ganze Haus verfolgt. Weißt du, wie mich das aufgeregt hat, Kollege? Schlimm! Leck mich, ey, ganz ehrlich, Alter. Wow, 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 okay. Warte ganz kurz, warte, warte. Ein Geist, warte ganz kurz. Alles klar. Perfekt. Digga, das sieht so aus, als hättest du einen Hut auf, ne? Leute, wir können ja mal ganz kurz gucken, wenn ich jetzt mal hier ins Pausemenü gehe. Was, wir haben ja neue Geheimnisse. Wir können Hüte freischalten ab 10. Und das Arztgeschenk, das ist halt noch so dieses Mega-Secret einfach, was wir definitiv auch nochmal irgendwie entriegeln müssen. Aber sehr, sehr geil, wie das hier aufgebaut ist. Ich mach mal den Kühlschrank auf, ey, wir holen mal eine schöne Zwiebel. Hier, mein Bester, willst du eine Zwiebel essen? Jo! Leute, das mit der Zwiebel ist so geil, Mann. Okay. Also, ist cool. Ich werde jetzt, denke ich mal, dich ins Bett fetzen, oder? Willst du ins Bett hier? Ja? Okay. Jetzt hör mal auf zu weinen, Alter. Du hast doch nur ein bisschen was abbekommen, ey. Ganz ehrlich, der heult auch schon wieder rum. Hier, nimm deine Schachfigur mit. Und was lesen wir heute für eine Geschichte vor, Leute? Das ist ja auch neu, ne? Jede Nacht hat eine eigene Geschichte. Das Kaninchen. Also nehmen wir den Plüschhasen damit und lesen mal die Geschichte vor. Ich setze mich dann mal hin, würde ich sagen, ne? Leute, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber habt ihr das gesehen? Der liegt da mit seinem Kopf so auf dem Holz, aber ist cool. Als das Kaninchen zu Besuch kam, sagte der Prinz, Zeit zum Spielen. Aber seine großen roten Augen machten ihr Angst, sie wollte nicht bleiben. Schnell zum Ausgang, hüpfte das kleine Kaninchen. Der Prinz rannte direkt hinter ihr her und schrie, haltet sie auf! Leute, voll die krasse Geschichte. Der weiße Hase ist ja der Extract, so aus diesem Chapter 2 sozusagen. Sehr, sehr interessant. Durch dunkle Gänge! Hey! Ich wollte das Buch lesen, du Dreckschwein! Findest du das witzig, Mann? Der findet das witzig? Dann mache ich das jetzt auch. Leute, ihr dürft euch bei Babys niemals unterbuttern lassen, Digga. Da holst du dir eine Gewürzgurke aus dem Kühlschrank, weißt du, gehst du nach oben, nimmst die Gewürzgurke und klatscht dem kleinen Drecksbalg die mal richtig auf die Stirn. Perfekt. So, wir lesen dann mal weiter, okay? Perfekt. Durch dunkle Gänge jagte er sie. Hüpf, hüpf, hüpf. Eine unerbittliche, vergebliche Flucht. Hüpf, hüpf, hüpf. Runde um Runde im Palast. In und aus dem Raum. Aus der Sicht. Hüpf, hüpf, hüpf. Der Prinz, er konnte sie nicht fangen. Sein Herz war erfüllt vor Zorn. Das Kaninchen schlüpfte zur Tür hinaus und verschwand den Weg hinunter. Der Prinz rief, ich brauche neue Freunde. Mehr. Jetzt. Noch ein. Ich bringe dir welche. Mach dir keine Sorgen. Erwiderte seine liebevolle, fürsorgliche Mutter. Können wir uns mal ganz kurz darüber unterhalten, wie das hier aussieht? Okay, Hashtag Grusel, wenn ihr das Baby jetzt richtig creepy findet. Das stimmt doch. Er schläft wieder, ne? Der Alte schläft wieder.
mit einer Gurke im Gesicht. Leute, Kinder sind so süß mit Gurken im Gesicht, ne? Ich sag euch, wie es ist. Naja, wir werden mal auf dem Sofa ein bisschen chillen und mal schauen, was wir hier heute noch so entdecken, ey. Aber ich sag euch, ne? Das ist, ich feier das, Digga. Das Update ist... Irgendwas hat hier geklingelt. Was geht denn hier ab und warum sitzt der Hase hier? Hallo? Ja, was ist das denn? Der Hase hat geguckt. Ein Toasty 4000? Junge, wie geil ist das denn, Mann? Ich kann mir ein Sandwich machen. Ich kann mir doch kein Sandwich machen, glaube ich. Och Mann, ich habe so einen Hunger jetzt. Digga, Sandwich Maker Beste. Mann. Es hat sich hier einiges an der Beleuchtung getan, muss ich tatsächlich sagen. Krass. Und können wir auch die Tür hier aufmachen? Nice. Wir arbeiten aktuell an einem Projekt, wo wir diese ganzen Hotelzimmertüren mit Karten modden. Das ist natürlich eine eigene Mod, für die ich wieder sehr viel Geld bezahle. Aber das mache ich natürlich sehr, sehr gerne auch für euch. Wir wollen diese ganzen Hotelzimmer hier einfach mit irgendwelchen Räumen füllen und dem ganzen Spiel neues Leben einhauchen. Wenn ihr das feiert, Leute, Hashtag Karte in die Kommentare reinschreiben. Jetzt werden wir uns auf jeden Fall mal das kleine Pissgör hier mal rausnehmen. Mensch, na? Ich habe schon so viele Namen für dich. Ich nenne dich jetzt einfach Dumbo. Na komm, Dumbo, bleib mal auf dem Tisch. Hier vorne ist irgendwie eine Seele oder so. Digga, die Seele sagt einfach Lauf. 12 Stück gibt es davon. Oha, das Badezimmer, Alter. Das Badezimmer ist ja richtig lang geworden. Wasserhahn aufdrehen? Als ob! Digga, als ob das geht! Cool. Oh, ich dachte, man kann den Mülleimer aufmachen. Das wäre so witzig, Mann. Ach komm, ey. Leute, ich werde den Entwicklern das direkt mal sagen, dass sie den Mülleimer auf jeden Fall nochmal patchen sollen. Beziehungsweise, dass man den... Jawoll! Sie haben sich tatsächlich ein Herz gefasst. Bei sowas fange ich immer an zu weinen vor Freude, Leute. Also fast, ne? Ich finde das so cool. Man kann mich so leicht begeistern. Kochen für Windeln? Was ist denn Kochen für Windeln, Alter? Okay. Was ist das für ein Buch? Das einzige Kochbuch, das du jemals brauchen wirst. Da haben wir noch eine Seele gefunden. Wir können jetzt 12 Seelen irgendwie rausnehmen. Was ist denn das hier? LOL! Als ob, Digga. Ich kann hier einfach was zu essen rausnehmen. Hey, was geht? Leute, ihr wisst genau, was jetzt passiert. Also, Dumbo, du brauchst doch noch Proteine, ne? Let's go. Das ist so cool. Dumbo, komm mal mit. Du brauchst noch ein paar Eier, Dumbo. Let's go. Bleibst da? Dumbo, let's go. Ist das geil, Mann. Hey, Dumbo, wir machen Eier werfen. Das ist cool, Mann. Ey, das sieht so dämlich aus. Okay, Leute. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Was ist... Dumbo, du hast da einen Pilz an der... Dumbo. Könnten ja jetzt mal... Ey, Digger, Mann. Dumbo? Ey, ist das geil, Leute. Bitte macht das nicht zu Hause nach, okay? Nur da... Das ist einfach so gut. Ich werde eine Zwiebelscheibe mal da ran tippen. So, und noch eine Tomate hier. Wir machen einen kleinen Salat mit Käse natürlich, ne? Hallo, kleiner Salat mit Käse jetzt. Ich hab... Digga, das wollen wir so einfach mal machen. Du hast da... Mensch, Dumbo! Dumbo, du hast da Pilz im Gesicht! Oha, krass. Kann ich den da reinstecken? Ey, das ist natürlich belastend, ne? Aber irgendwie so ein Staubsauger? Hm, okay. Also, wir können das Baby leider nicht in diesen Mülleimer reinschmeißen. Das ist sehr, sehr schade. Ich weiß halt nicht, ob der kleine Racker hier oben reinpasst. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ziemlich witzig mit diesem Schinken. Ey, Leute, das kann man nur geil finden, oder? Oh, es ist gut. Scheiße, ich kack mich ein, Mann. Oh, na gut.
Leute, wir werden die erste Nacht auf jeden Fall heute natürlich ganz entspannt mal zocken. Was ist das denn? Arztgeschenk verriegelt. 9 weitere Seelen befreien. Okay. Also, so wie es aussieht, müssen wir diese Katzenseelen finden. Ich mach mich dann erstmal ganz kurz auf die Suche, bevor wir jetzt hier weitermachen. Wow, hier sind irgendwelche Fußspuren drin. Lol, Digga. Aufzeichnung abspielen. 1 von 5. Was ist hier eine Waschmaschine? Das ist keine Waschmaschine jetzt, ne? Dumbo! Dumbo, mein Bester! Du bist doch dreckig oder was, ne? Warte, ich gebe dir mal ganz kurz was zu essen. Dann kannst du ja nochmal Kacki machen. Wo ist denn die Flasche jetzt eigentlich hier nach da? So. Ja, hast du wieder voll gepupst, ne? Ja, mein Kleiner, ist kein Problem. Oh. Entschuldigung, Schnitt! So, einmal auf die Wickelunterlage. Wir holen die neue Windel. Rudi? Ich ziehe jetzt die Windel da auf dem Flur an, okay? Und dann gehen wir hoch. Guck mal, wie der lacht, Leute. Oh, ist das niedlich. Na gut. Also, Dumbo, ab in die Waschmaschine mit dir. Ich würde sagen, warte mal, wir stopfen ihn nochmal rein. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut, mein... Das ist doch nicht... Wow! Wow, mach die Waschmaschine aus! Mach die Waschmaschine aus! Digga, ich glaube, das ist nicht normal, ne? Also da gehen wir am besten nach Hause und ich würde sagen, wir sprechen nie wieder drüber. Deal? Ja gut, Dumbo, dann pass auf. Also ich setz dich mal oben erstmal hier rauf. Ich muss mir mal diese Aufzeichnung anhören. Schnee, eine Kuriosität im Juli nach so einem schönen Frühling. Es ging los, als ich diesen Job annahm. Aber ich war nicht der Einzige. Geht's da um den Babysitter? Ja gut, Leute, dann nehme ich das Baby doch einfach erstmal mit und bringe es ins Bett. Ich bin mal gespannt, wie wir da oben auf dem Dachboden hinkommen können. Da habe ich auf jeden Fall noch nichts gesehen. Alter! Mensch! Ich sag euch, wie es ist, ne? Aber das Zimmer sieht deluxe aus. Bin ich ehrlich, Königsstück nehmen? Also ich weiß nicht, was man damit machen soll. Aber... Okay. Eventuell... Why you bullying me? Der passt da jetzt nicht so ganz durch, ne? Wir können den Globus drehen. Auch voll geil. Hier ist das Baby-Plüschtier. Da oben sind seine ganzen Plüschis und so. Ja gut, kannst du mal... So, perfekt. Kannst du mal da wegkommen? Ich muss mir nochmal das Ding hier durchlesen. Es ist noch nicht Zeit für eine Geschichte. Okay, dann schmeiß ihn mal da rein. Da kannst du jetzt auch pennen. Geschichtenbuch finden und hinsetzen. Der Prinz und seine Katze. Oha! Am anderen Ufer in fernen Ländern, mit dunklen Sternen über dem Kopf. Sieht dieses Baby hässlich aus? Schlief der Prinz tief und fest, da sprang eine Katze auf sein Bett. Ist mir scheißegal, die ist nämlich eh viel zu fett. Ich hab einen geheimen Garten gefunden, sagte die Katze mit viel Freude. Aufgeregt rannten sie nach draußen, Entdecker in der Nacht. Oh. Sie ging durch das goldene Tor, schau, die schönen Bäume. Sie ging den hübschen Kieselweg entlang, schau, die bunten Blumen. Sie ging an dem märchenhaften Springbrunnen vorbei, schau, das tanzende Wasser. Schau, schau, schau. Aber der Prinz mochte den Garten nicht und fing an, die Bäume zu fällen. Was ist das denn, Alter? Ist das eine Geschichte über das Baby oder was? Er riss Blumen aus, zerstörte die Hecken und riss alle Blätter ab. Alles ruinierte er zum Spaß. Die Katze sah ängstlich zu. Das war ein Fehler, rief die Katze. Ich hätte ihn hier nie herbringen dürfen. Ui, 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 ui. Wir haben also die Katze hier drin und Alter. Das Baby schläft. Oh, ist das süß. Ey, crazy, Mann. Das Game ist ja übel wild. Ich sag, wie es ist, aber möglicherweise eins der geilsten Updates aller Zeiten. Freunde, Hashtag schlafen, wenn ihr findet, dass das Baby wirklich sehr niedlich schläft. Ich packe ihn da wirklich jetzt auf seine Kuscheltiere rein, so hier die Katze noch, weil ich heute eine Katzengeschichte vorgelesen habe, stelle ich die hier so hin.
der kleine Racker schläft. Kann ich hier das Licht ausmachen irgendwie? Nee, einfach die Tür schließen. Gut, dann gehe ich jetzt halt mal aufs Sofa und guck Fernsehen, ne? Auf entspannt. Let's go, Dicky, rein. Oh Gott! Hä? Verdammt, Alter, das Baby ist wieder wach. Scheiße, ich muss nach oben. Boah, Kleiner, hör mal auf zu schreien jetzt hier. Gar keinen Bock auf die Scheiße. Ihr habt doch gerade eine Geschichte vorge... Hä? Wo ist denn der? Hello there. Hey, ich hab gesagt, du sollst in dein Bett gehen und nicht weinen. Komm, ich bring dich wieder ins Bett. Okay? Ganz entspannt. Und rein da jetzt! Und wenn du da nicht bleibst, dann knallt's. Dann bring ich Eier mit in dein Bett. Sag ich dir so, wie es ist. So, jetzt gehen wir chillen, Leute. Hast du gerade die Tür aufgemacht? Dumbo, ich schwör's dir. Ich mein's ernst. Ich lass das Ding auf... Ach, weißt du was? Ob ich's da drauf stapeln kann, Leute? Wir werden es einmal testen. Bitte. Guck mal, wie der jetzt guckt. Ist das nicht okay für dich? Ja, dann halt nicht. Guck mich nicht so an, du Häslette. Muss auch mal mit den Babys, muss man auch mal Tacheles reden, ne? Ich weiß, Leute, ich bin ja der Experte. So, was Babys anbelangt, ist klar. Also, wir setzen uns erstmal wieder aufs Sofa und chillen. Auf ganz